Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich und zu eurem Video und zwar, wer wickelt wen um den Finger und welches Geheimnis hat er oder sie vor dir? Oder was hält er zurück oder was hält sie zurück und traut sich noch nicht offenbaren oder dir sagen, mitteilen? Und ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Stapel und dann schauen wir gemeinsam hin, was sich so zeigen wird bei euch. Und dann bin ich mal gespannt. So. Ja. Der erste Stapel. Ja, bei deinem Gegenüber geht es darum, dass er momentan sehr oder sie sehr nachdenklich ist. Also er denkt oder sie denkt ganz viel nach. Jetzt schauen wir mal, über was denkt er oder sie nach. Ich habe das Gefühl, ich möchte gerne diese auch noch anziehen für euch. Also sehr nachdenklich, sehr, auch sehr misstrauisch, möchte auch einen anderen Weg gehen, denn er hat oder sie hat ganz, ganz viele Gedanken im Kopf, ne? Also entweder dein Gegenüber, er oder sie. Hier sind ganz viele Menschen, also er denkt über eine Liebe nach, über vielleicht seine kranke Mutter, seine kranke Oma, Opa, die vielleicht mehr Fürsorge benötigt. Er möchte gerne mal ein Haus gründen oder erbt ein Haus. Er möchte Brücken bauen, er möchte neue Wege gehen und zwar ganz neue Wege vielleicht mit dir, aber lässt sich vielleicht noch ein bisschen ablenken von vielen anderen Werberinnen oder Mitstreiterinnen oder ja, Konkurrenz, sage ich einmal, weil da spüre ich ganz viele Menschen, die in seinem Kopf jetzt vor sich gehen, das können aber auch seine Angestellten sein, aber auch seine gesamte Familie kann das sein. Ja? Also jedenfalls ist er sehr nachdenklich und möchte es auch transformieren, denn er schaut direkt in den Schmetterling auch hinein. Hier. Und es ist auch ein Vogel dabei, es ist viel Aufruhr, sehr unruhig. Vielleicht schläft er gar nicht so gut oder schläft sie gar nicht so gut momentan. Dann gibt es die Vergebung. Ah, okay, da muss er jemanden noch vergeben. Irgendjemand ist noch in seinen Gedanken so stark verankert. Vielleicht war es eine große Liebe, denn hier ist ein zweites Gesicht, wenn ihr schauen könnt. Ich zeige es euch nochmal hier. Also hier ist noch ein zweites Gesicht. Die Nase, der Mund und das Kinn. Ne? Und das sind seine Gedanken oder ihre Gedanken. Er oder sie betet schon, dass er, sie oder er möchte glücklich werden. Er möchte auch sein Glück finden. Er möchte aber auch ein Stück weit mit dir glücklich werden. Aber es liegen noch einige Dinge vor sich. Vielleicht wird es noch ein bisschen Geduld brauchen bei ihm oder bei ihr. Ja. Er ist mutig, ja, also er geht mutig seinen Weg voran. Manches Mal verschläft er auch seinen Mut, sage ich mal, ja. Also er ist einmal, er ist sehr mutig, aber er traut sich nicht so, wie er gerne hätte oder täte. Also irgendetwas hält ihm da zurück. Vielleicht ist er ein Erdzeichen, Stier, Steinbock oder Jungfrau. Vielleicht geht es um materielle Dinge, vielleicht ist das Geld für ihn jetzt sehr wichtig oder er stürzt sich in die Arbeit, um sich ja nicht abzulenken von seinen Gedanken, von dir, in dir oder mit dir. Vielleicht denkt er ja ganz, ganz viel nach über dich. Dann geht es darum, mal schauen, boah, da sind ja viele Karten rausgekommen, okay. Es kann wirklich sein, dass du noch ein bisschen warten musst und die Erdkarten sind jetzt nicht unbedingt die schnellsten, die in die Gänge kommen. Die sind eher, dass sie schauen, nachdenklich sind. Hallo, was ist da los? Hallo, was ist da los? Was ist denn da los? Ja, Sapaluti? Ja, was ist denn da los, mein Schatzi?
Mein kleiner Bär. Also für alle, die neu zuschalten, das ist mein Hund. Da gibt Rambazamba. Also bei euch ist vielleicht eh viel los, ne? Rambazambi. Aber du musst vielleicht noch ein bisschen warten, ne? Also, das ist wichtig, dass du jetzt dieses Gefühl auch hast, dass du geduldig sein darfst, dass du in deine Geduld kommen kannst und warten. Es kommt darauf an, möchtest du noch warten auf diesen Herrn und auf diese Dame, denn das kann noch natürlich, was ich hier reinbekomme, bis er wirklich hundertprozentig in die Gänge kommt. Bei manchen kann es schon im Frühling sein, im Sommer sein, aber bei manchen kann es sogar noch ein Jahr dauern. Ja? Also bis dieser Mensch da in die Gänge kommt. Und du sollst zwar optimistisch bleiben, sagen die Karten. Er ist jemand, der mit dem es dir wert ist, die Beziehung auch zu leben. Aber es gibt ja nicht nur ihn, ne, die Beziehung zu leben. Du hast dir ja schon mehrere Männer ausgesucht oder mehrere Frauen ausgesucht. Das muss jetzt nicht sie sein. Das kann auch der anders sein. Die Anziehungskraft zwischen euch zwei ist sehr stark, die ist auch vorhanden, aber er schafft es momentan nicht oder sie schafft es momentan nicht, in die Gefühle zu kommen und mit dir in eine Gefühlswelt sozusagen einzutauchen. Neue Liebe nicht erschrecken, er denkt auf keinen Fall auf eine neue Liebe nach. Für das hat er zu viele Gedanken in seinem Kopf. Er wünscht sich natürlich eine Beziehung zu dir, aber er weiß, er hat noch viel zu erledigen, vieles sich anzuschauen. Ja? Und er ist jetzt auch manches Mal, er ist schon mutig, aber in seinem Job. Wenn es um Gefühle geht, sehe ich nicht, dass er der mutigste Held forever ist. Ne? Also da zieht er eher seinen Schwanz ein, sorry. Ja, vielleicht ist er oder sie in einer Führungsposition, weil das nämlich hier sehr stark war, dass er oder sie ein Mensch ist, der sich eher in die berufliche Bahnen lenken lässt und auch es gerne den Zufall überlässt. Also, ja, was die Liebe betrifft, also beruflich lässt er nichts dem Zufall, ne? Aber was die Liebe betrifft, ach ja, die kann, wenn du es bist, dann bist du es und wenn es wer anders ist, ist wer anders. Also er fixiert sich nicht. Er kann sich auch keine oder nimmt sich auch keine Gedanken, was dich betrifft, ne? Weil er die Führung für alles übernehmen möchte oder für die Führung sehr oft übernimmt, ne? Entweder möchte er, dass du die Führung übernimmst, ja, dass du mal dich aktiver zeigst, wenn du sehr ruhig bist und auch eine sehr ruhige Person, dann möchte er, dass du mal in die Gänge kommst, dass du zeigst, dass du ihn tatsächlich willst. So bekomme ich das herein. Ich sehe aber auch, dass er ein sehr freiheitsliebender Mensch ist. Nee, die Tür bitte schließen, ihr zwei. Dankeschön. Und die Freiheit, also die du öffnest, also er öffnet sich der Freiheit. Er öffnet sich der Freiheit, er lässt es wirklich dem Zufall übrig. Also er ist jetzt nicht so fixiert auf dich. I'm so sorry. Ich kriege das so herein. Also er konzentriert sich oder sie konzentriert sich momentan auf die Freiheit, auf Finanzen, auf Karriere, auf Familienthemen zu Heilung bringen. Und er übernimmt immer, er möchte immer die Führung übernehmen, aber es tut ihm gar nicht so gut, weil in der Beziehung möchte er keine Führung übernehmen, weil er ihm beruflich die Führung übernimmt. Jetzt möchte er ihm in der privaten Linie, tut er sich sehr schwer, die Führung zu übernehmen. Obwohl er ein sehr stark oder sie eine sehr starke Persönlichkeit ist, sehr starke Persönlichkeit, könnte auch im Sommer Geburtstag haben, also es könnte auch ein Löwe sein. Jungfrau geht sich auch noch aus, Krebs, ja, also diese Zeichen bekomme ich hier herein, aber eine sehr starke Persönlichkeit, aber eher ein Löwe, ne? Also hier bekomme ich eher so diesen Löwen herein, der so richtig auch brüllen kann, wenn ihm was nicht passt, ne? Ja, die Finanzen sind
noch immer auch das Neue. Also er ist ein sehr gefühlsvoller Mensch. Er ist sehr authentisch. Er sagt es dir auch, er hat es dir wahrscheinlich auch mitgeteilt. Er möchte einen Neubeginn starten, komplett, aber nicht mit dir in dem Sinne. Also er müsste schon mit dir über das geredet haben, dass der Beruf jetzt im Vordergrund steht, dass ihm das wichtig ist. Vielleicht hat er gerade ein neues Business aufgebaut oder hat neue Verantwortung dazu bekommen. Und hier musst du ihm entweder mehr Zeit geben oder du sagst, nee, das ist dir zu viel. Ich habe jetzt diese Botschaft erhalten und das trifft ganz genau zu auf ihn oder auf sie. Er ist auch kurz dabei, es zu beenden. Ja? Also es könnte sein, dass sich das bis zum Herbst noch hinauszieht, dass du bis zum Herbst noch ein bisschen brauchst, um da in die, ja, entweder ihr werdet bis zum Herbst das hinausziehen, aber spätestens im Herbst machst du einen Cut. Ne? Dann hast du den Löwen. Ja, das ist genau das, was ich gespürt habe. So, dann habe ich, das ist es im Herbst und das ist so dieser Groll, dieser Wut, der auch hier entsteht. Was ich spüre, ist, dass er eben nicht rauskommt aus seinen Gedanken, aus seinem Gedankenkarussell. Ne? Also hier kommt er absolut nicht in die Gänge. In seinem Gedankenkarussell ist so viel vorhanden, dass du ganz viel Geduld benötigen würdest, ja, auch wenn die Anziehungskraft da ist. Ne? Aber bei ihm musst du sehr stark sein. Also wenn du da nicht so eine starke Persönlichkeit bist, dann gehst du unter. Und das wirst du sehr schnell merken bis zum September, Oktober, wirst du ganz, ganz stark merken, dass du merkst, du wünschst dir eine neue Liebe auf Augenhöhe. Du möchtest gern auch diese Freiheit eben. Diese Freiheit genießt du auch ein Stück weit oder er genießt doch die Freiheit. Und die ist gleich zweimal kommen, die Freiheit. Ne? Also hier die Freiheit und da die Freiheit. Also zweimal die Freiheit. Also er ist schon ein sehr freiheitsliebender Mensch. Er ist aber auch gerade dabei, auch seine Fesseln zu sprengen. Aber er sträubt sich so hin und her zwischen seinen Gefühlen und, naja, das bildet es sich ein. Also er ist so wirklich noch nicht bereit, in eine Beziehung zu gehen. Also definitiv nicht. Er ist dabei, sein Leben in die Gänge zu bekommen. Und er ist dabei, seine Fesseln zu sprengen. Und auch seine Gedanken. Jetzt kommen schon wieder die Gedanken, auch am Ende der Gedanken. Also hier die Gedanken und hier die Gedanken. Also es kann wirklich sein, dass hier die Gedankenwelt wirklich eine große, große Rolle spielt. Ne? Na, was ist denn los heute mit dir? Bist du heute stressig? Wenn du nicht so stressig heute. Wieso bist du so stressig heute? Hm? Ist mir eigentlich Otti. Du grüner Bär. Ja, vielleicht hast du auch so einen kleinen Brummbärli, ja? Also hier geht es wirklich darum, dass du diesen Menschen, kannst du jetzt loslassen oder du kannst es noch versuchen mit Geduld und ihm auch zeigen, dass du ihn wirklich willst, ob du diese Ausdauer allerdings jetzt auf dich nehmen möchtest. Dazu bin ich mir nicht ganz sicher, ob du das dann tatsächlich auch möchtest. Ne? Aber das entscheidest jetzt du. Du weißt jetzt, wie die Karten sind, was er jetzt denkt, was er möchte von dir, was er jetzt vorhat, was in seinen Gedanken los ist. Und jetzt entscheidest du, ob du das auch möchtest mit ihm alt werden oder ob du sagst, nee, das ist dir, das braucht einfach zu lange, bis er da wirklich tatsächlich in die Gänge kommt. Dass er das will, das ist klar. Aber er schafft es nur nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er das auch gerade jetzt unbedingt möchte. So, dann schauen wir mal, ob es im zweiten Stapel besser ausschaut. Na gut, schauen wir mal. So, was sagt dein Schatz, dein Gegenüber? Was denkt er, was fühlt er und welches Geheimnis hat er vielleicht oder sie? Ja, er sieht das als großen Segen. Ein Segen.
Deine Heilung im Jetzt. Wow, auch eine wunderschöne Karte. Könnte auch Feuerenergie sein, aber auch Erdenergie nehme ich hier wahr. Also er denkt definitiv, dass du ein Segen für ihn bist. Wobei auch noch die Finanzen bei ihm auch noch eine große Rolle oder größere Rolle spielen. Also er ist schon gut dargestellt. Also er ist schon jemand, der gut verdient. Er hat auch ein gutes Händchen für Geld. Aber irgendetwas musst du noch in die Heilung bringen. Also er segnet das, was er mit dir hat, absolut. Also für ihn bist du ein großer Segen. Also du bist wirklich für ihn oder für sie ein großer Segen, eine große Hilfe, eine große Unterstützung. Er sieht es auch, dass du die Richtige sein könntest, dass du die Richtige an seiner Seite sein könntest. Er kommt auch durch dich in die Heilung. Also ich habe hier Familienthemen auch. Also es könnte sein, dass auch die Familienthemen jetzt in die Heilung kommen, weil er jetzt mit dir zusammen ist. Ihr habt sehr romantische Stunden, also ihr könnt euch sehr innig sein, ihr liebt euch, ihr seid ausgeglichen, ihr seid liebevoll zueinander, ihr könnt auch tolle Gespräche führen. Es kann aber allerdings sein, was ich spüre, ihr habt euch neu kennengelernt. Also ich sehe nicht, dass ihr schon, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre zusammen seid, sondern hier nehme ich wahr, dass du erst ein paar Monate, maximal 8 Monate mit diesem Menschen zusammen bist. Aber er lässt sich auch Zeit, ne? Also bevor er sagt, ja, ich liebe dich, ne, lässt er sich schon noch Zeit. Also er ist auch jemand oder sie ist auch jemand, da darf noch etwas in die Heilung gehen. Also es ist ein Abchecker. Also er checkt die Lage schon gut ab, ne? Es könnte auch ein Erdzeichen sein oder eben ein Feuerzeichen. Ja, Sirene geht. Yay, da kommt was los bei euch, ne? Also hier kann es sein, dass wirklich dieses Gefühl da ist, dieses Gefühl der Leichtigkeit, aber auch der Schwere. Also hier ist wirklich so, hier musst du wirklich gut abchecken. Er liebt dich, er tastet sich langsam vor. Er ist jetzt auch nicht so der schnellste Held vom Universum. Oder die Heldin vom Universum, hier brauchst du auch Geduld. Also bevor er dich sagt, er ich liebe dich, muss er dich ganz gut kennen. Ne? Also wenn er das Gefühl hat, ja jetzt, ja, dann sagt er es auch und spricht es auch aus. Er hat ganz, ganz viel Freude mit dir. Also das traut er sich dir aber anscheinend noch nicht sagen. Also irgendwie, er hat vielleicht Bedenken, wenn er dir das sagt, dass du dir vielleicht falsche Hoffnungen machst oder irgendwas. Also das dürfte sehr frisch sein. Also da nehme ich eher eine frische, junge Liebe wahr. Dann die Fülle. Also es ist eine erfüllte Liebe auch, aber eine erfüllte Freundschaft nehme ich hier auch wahr. Also für ihn ist es eine erfüllte Freundschaft und mit mehr. Also er hat schon Gefühle zu dir, auch tiefe Gefühle, wie ich sehe. Ist auch beruflich sehr eingespannt. Also beruflich müsste er viel arbeiten, dein Held oder deine Heldin. Aber er hat tiefe Gefühle, ne? Aber die hält er noch zurück. Es muss noch zuerst etwas in die Heilung gebracht werden, bevor die Taube sozusagen fliegen kann, ne? Ich zeige es euch nochmal. Bevor dieses Täublein hier fliegen kann, ja, und hier ist auch ein Engel da drinnen, und bevor der Engel und die Taube hier zum Fliegen kommt, muss etwas in die Heilung kommen. Dann hast du das Herz, also er hat tiefe Gefühle, aber er sagt es dir nicht. Er ist schon ein Stück weit, auch wenn er als Freundschaft, Liebe, irgendwas dazwischen sieht, genießt er das schon mit dir, ne? Also er hat schon tiefe Gefühle für dich und da kann auch sich mehr entwickeln.
Definitiv. Also das müsste sich jetzt auch so im Frühling, Sommer müsste das tiefer werden. Er hat vielleicht vor, beruflich sich entweder umzuorientieren. Vielleicht ist es ihm schon zu viel Stress, weil er dreht sich weg von dem Anker und von dem Glück. Er weiß, dass er das Glück, aber er schaut nicht hin. Er schaut aber auch nicht zur Liebe hin. Also das ist ja genau das, was ich hier oben schon gespürt habe. Er weiß, er liebt dich, aber er würde es dir nicht sagen. Er würde es dir erst dann sagen, wenn er das Gefühl hat, ja, jetzt ist es soweit und jetzt sagt es dir. Vorher wirst du das Wort von ihm nicht hören. Also er checkt das ab, er schaut noch von dem weg und weil eben noch was in die Heilung gehen sollte. Wow, wie passend ist das? Es ist alles im Fluss, also über ihn, es fließt schon, ja, aber er darf noch in die Heilung kommen. Also hier muss noch etwas in die Heilung kommen. Es kann sein, dass er Schütze, Aszendent ist oder er findet neuen Sinn. Na? Also er hat sozusagen den goldenen Riecher dazu, ja, den goldenen Riecher. Jetzt dich mehr zu erobern wollen. Also, dass es sich mehr Zeit jetzt auch für dich nimmt und nicht nur für die Arbeit. Ja, er hütet aber auch einen Schatz, ein Geheimnis, das, was er nicht loslässt, was er nicht loslassen kann. Also, das nehme ich auch so wahr bei ihm. Und ich habe so das Gefühl, das hat etwas mit der Heilung zu tun. Also, irgendetwas muss in ihm passiert sein, dass er das Vertrauen zur Liebe eigentlich, ja, schon verloren hatte. Aber das ist der richtige Weg mit dir. Er weiß, das ist richtig und das fühlt sich gut und stimmig an. Und er genießt auch jedes Gespräch mit dir, was ihr habt und jedes Treffen. Es könnte allerdings sein, dass ihr sexuell nicht ganz so zusammenkommt oder noch nicht, ne? Also auch hier hält er sich noch zurück. Ja, also er kann sich da noch nicht ganz so hundertprozentig öffnen der Sexualität. Also da ist er noch ein bisschen verhalten. Oder er lebt es extrem aus, ne? Also beides ist möglich. Er hat schon vor mit dir in eine Partnerschaft. Das heißt, er denkt auch darüber nach, dass er gerne in eine Partnerschaft gehen möchte. Also hier nehme ich wirklich wahr, hier ist ein Mann, eine Frau, die weiß, er oder sie möchte in eine Partnerschaft gehen, darf aber vorher noch einiges in die Heilung bringen. Ja, das waren jetzt dein Schatzi sozusagen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir da weiterhelfen. Und falls es dir gefallen hat, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn dir mein YouTube-Kanal auch natürlich gefällt und meine Art, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. So, das war jetzt zu dem. Und dann schauen wir zum Stapel Nummer 3. Schauen wir mal, ob es da auch relativ locker easy geht oder ob es da eher schwierig ist oder Stolpersteinchen gibt. Wir schauen mal, was da sich zeigt. Die Unterstützung. Also hier kann es sein, dass er unterstützt wird oder dass du ihn unterstützt. Oder er unterstützt noch jemanden. Na, ich bekomme ja auch noch herein, der müsste noch gebunden sein. Also ich sehe hier noch Eheringe, also er müsste noch jemanden haben. Also ich nehme auch an, war Kinder. Er müsste auch Kinder haben, oder die Familie, die jetzt unterstützt, ne? Also er am liebsten möchte er ausbrechen, das sieht man auch bei der Karte. Sie ist schon ganz weit vorne, das kann auch er selbst repräsentieren. Und er möchte sich von dem Haus da lösen, ja, aber irgendwas zieht ihm zurück, ne? Er ist so richtig verbunden mit dem, ne? Also es ist wie ein Kreislauf da, wo er nicht noch ausbrechen kann. Also hier ist er noch verbunden quasi mit den Haaren, mit den Wurzeln, mit dem Haus, weil hier ist auch noch ein Haus. Also ganz aufgeben möchte er, wenn er eine Familie hat, nicht.
Ja, er ist abhängig. Entweder hat er ein Suchtverhalten oder er ist abhängig davon, dass die Familie, dass er abhängig ist von der Familie, dass wenn er sich scheiden lassen würde, dass er ganz, ganz viel Geld investieren müsste. Dann ist die Traurigkeit gefallen, also er müsste sich oft sehr traurig fühlen. Er kann irgendwie nicht ausbrechen. Er möchte gerne in eine andere Welt. Also am liebsten würde die Welt auf den Kopf stellen und würde nochmal komplett von neu beginnen. Aber er ist jetzt in dieser Situation drinnen. Also nachts, wenn er alleine ist, kann es sein, dass er tatsächlich weint, weil er keinen Ausweg sieht, ne? Weil er sich noch abhängig fühlt von dieser Frau oder von diesem Mann. Und er unterstützt diese Familie, aber eigentlich nur mehr, ja, nicht mehr wegen der Liebe. Ja, das Unterscheidungsvermögen, also er kann das gar nicht mehr oft unterscheiden. Liebt er jetzt dich oder ist es nur eine Illusion oder wird das später mit dir genauso wie mit seiner jetzigen Frau? Also er überlegt oder sie überlegt schon ganz stark, ob das wieder so eine Ehe werden könnte mit dir und hat ja mega, mega Angst, dass es noch einmal sich so anfühlen kann. Also er hat vor, wenn er ausbricht, bleibt er mal sehr lange alleine. Also der hat echt genug von Frauen. Also hier müsste eine Frau sein, die richtig giftig, schlangig unterwegs ist. Eine Persönlichkeit, die, ja, die weiß einfach, wie es ihn abzockt oder er weiß einfach, wie er sie um den Finger wickeln kann. Also hier gibt es wirklich, er ist so wirklich eingewickelt, wie in einen Kokon, ja. Oh, viele, viele, viele Karten. Dann die zwei der Erde, also es ist ständig im Abwägen, ne? Das ist genau das, was ich gemeint habe, bist du auch so wie sie? Oder soll er das mit dir probieren und ausbrechen? Oder soll er das mit dir lassen? Also auch er denkt ganz viel nach, ähnlich wie bei Stapel 1. Er ist halt ein König der Luft. Er hat halt nur Luftgedanken, ja, aber er tut sich halt schwer mit der Umsetzung. Also er ist kein Mensch, der sich leicht die Dinge umsetzen lässt. Er ist natürlich auch dabei, die Zehen des Feuers loszulassen. Er möchte auch vieles hinter sich lassen, aber ehrlich gesagt, er kommt nicht in die Gänge. Also er ist immer wieder im Hin und Her. Er wägt die ganze Zeit ab, bist du gut, bist du nicht gut, ist er oder sie gut oder passt die Frau noch? Also er kommt einfach aus diesem Gedankenkarussell überhaupt nicht mehr raus. Ja, und der Turm, ne? Hoppala, na, der dreht sich eh schon gleich um. Der Turm. Also hier zieht er sich auch zurück. Er möchte auch diese Transformation durchbringen. Er fühlt sich auch wie ein cooler Hengst, ne? Also er weiß auch, dass er was hat, dass er was kann, dass er was bieten kann. Aber irgendwie laufen ihm die Menschen von ihm weg. Und das wundert mich nicht, weil er ist sehr kühl, ne? Ein König der Luft ist auch für mich ein sehr kühler Mensch, ein sehr klarer Mensch zwar, aber sehr kühl, ne? Aber er kann nicht unterscheiden, was möchte er, was möchte er nicht. Naja, bitte, da kommt schon die unerwiderte Liebe. Ich glaube aber jetzt nicht zu dir, sondern zu dieser Person, weil hier ist die Ex-Frau oder der Ex-Mann gefallen. Also wenn er sich zurückzieht, denkt es schon sehr oft danach nach, auch sie oder ihn zu verlassen. Dann du verdienst es, geliebt zu werden. Also er weiß, dass du mehr verdient hast als ihn. Das weiß er. Also das hat er auch in seinen Gedanken. Ich glaube aber nicht nur in seine Gedanken. Ich glaube schon, dass er dir das auch gesagt hat oder mitgeteilt hat. Er ist auch ständig im Rückzug. Es könnte auch sein, dass er finanziell Rückzug hat, also dass ihm finanziell auch nicht gut geht. Das ist das, was er spürt. Und deshalb, er meint, na, wenn er dann sich scheiden lässt, dann hat er kein Geld mehr für euch. Und das ist ein Riesenthema bei ihm. Und davor hat er extreme Angst, ne?
Also das ist eine Angst, ne, die dahinter steckt. Dann die schamanische Prüfung, es ist diese Prüfung eben da rauszubrechen, sozusagen aus der Beziehung und mal sich selbst frei zu fühlen. Das wäre gut für ihn, aber seine Ängste halten ihn ständig zurück. Ja, und festhalten, klar, er hält noch fest an dieser Ehe, er möchte sie nicht loslassen, sie möchte ihn nicht loslassen, aus Angst aus den Finanzen heraus. Na, immer wieder das gleiche, selbe Thema, selbe Muster, das ist der Grund, warum sich auch viele dann nicht scheiden lassen, weil sie eben Angst haben, dass es dann finanziell das Haus geht dann drauf oder was auch immer, ne? Ja, Entscheidung, ne? Also das Schicksal möchte, das ist wie die schamanische Prüfung, das Schicksal möchte jetzt, dass er sich entscheidet. So möchte das Universum mit ihm auch nicht mehr zuschauen. Er weiß, er muss eine Entscheidung treffen, aber er möchte sie nicht jetzt treffen, kann sie jetzt nicht treffen. Weil er weiß, er muss dann vom Haus gehen. Das Haus muss er dann der Frau oder so zurücklassen und er muss dann quasi noch bezahlen für diese Frau. Ja. Da kommt schon diese Frau und wieder das Kreuz und wieder die Ängste. Es könnte auch sein, dass er Krebs ist oder Fische ist oder in der Chart hat. Ja, und das ist eben diese falsche Frau, die sagt, naja, du hast dir vieles erlaubt und jetzt du, was du willst, aber das Haus gehört mir und du kannst tun, was du möchtest. Du wirst nicht mehr glücklich werden. Also sie hat ihn auch ein bisschen verwunschen hier. Und das ist auch der Grund, warum er so schwer in die Gänge kommt und er zieht sich ständig zurück. Er konzentriert sich, er hat Geld und irgendwie ist es wieder weg. Also sie hat schon ihn sehr, sehr in der Fuchtel, muss ich echt dazu sagen hier. Also hier ist echt eine Liebe nur mehr auf Entscheidung. Also wann platzt ihr oder ihn der Kragen sozusagen? Weil Liebe ist es nicht mehr, da ist keine einzige Liebeskarte. I'm so sorry, aber da ist nur Liebe. Noch weder zu dir, noch weder zu seiner noch Frau oder noch Mann. Hier ist... Ja, die einzige Karte, was mir gefällt, ist diese. Dass er versteht, dass du mehr verdienst als wie ihn. Das weiß er. Und dass er schon anfängt zu verbrennen, also dass er schon anfängt loszulassen. Ja, er muss nur aufpassen, dass er sich seine Finger nicht verbrennt und das weiß er. Er muss das klug und taktisch jetzt angehen, damit er nicht alles verliert. Ne? Und das ist eben die zwei der Erde, dieses Abwägen. Ne? Dann hast du Jungfrau. Es könnte sein, dass er oder sie Jungfrau hat oder Jungfrau in der Chart oder seine Ex-Frau oder noch Frau hat Jungfrau in der Chart. Ja, etwas geht zu Ende. Ja, also er denkt auch schon darüber nach, etwas zu beenden, deshalb auch die Entscheidung, das Universum drängt ihn auch auf dieses Ende, ne? Also entweder das Ende mit dir oder das Ende mit seiner Nochfrau. Dann die Eva, ja, die Schlange, die falsche, also sie ist schon eine fiese Schlange, ne? Also das muss man auch fairerweise dazu sagen, also er hat sich da schon in ein Wespennest hineingesetzt, ne? Dann Ordnung schaffen, er möchte am liebsten Ordnung schaffen. Er weiß, dass Chaos kann und möchte er nicht länger dulden. Und das ist eben dieses Chaos. Ne? Er weiß, er hat mit dir etwas, er weiß, er hat noch mit seiner Nochfrau was. Und das zermürbt ihn auch. Ne? Und das Letzte, was kommt, ist ein Geschenk. Also das wäre für ihn das größte Geschenk, sagt das Universum mir gerade, wenn er zuerst mal Ordnung schafft und alles loslässt, alles hinter sich lässt. Und dass du ihm auch die Chance dafür geben kannst, dass er jetzt die Chance erhält, alles loszulassen, um ganz von neu zu beginnen. Ich lese euch aber jetzt den König noch vor und die 10 des Feuers. Die 2 der Erde auch, gut, und die 2 der Erde auch noch. Angenehmes Arbeiten, Anpassungsvermögen, die richtige Balance zwischen Arbeit und Vergnügen. Ne? Aber es ist schon genau das. Ne? Also hier geht es wirklich darum, bei der 2 der Erde, er wägt nämlich ab. Ne? Er hat das Vergnügen mit dir, er musste erst in die Balance kommen. Seine Bemühungen erfüllt ihn zwar mit Freude, weil seine Arbeit ihm Spaß macht. Ne? Er liebt es auch. Ne? Was ihm sehr wichtig ist, ist Genuss und Kreativität.
möchte auch den Saat jetzt sehen für Neues in sein Leben. Ne? Er möchte das Alte eben loslassen, dass das Neue kommen kann. Und er ständig muss er flexibel sein. Ne? Ständig muss er hin und her wägen. So, jetzt schauen wir noch auf die 10 des Feuers. Reduzieren, überflüssiges Loslassen, Abschlüsse, eben den Weg für Neuanfänge. Also er möchte wirklich einen Neuanfang, er möchte einen kompletten Neuanfang. Das sehe ich auch mit dieser Karte, etwas geht zu Ende. Er weiß schon, er kann so nicht mehr und er möchte auch nicht mehr. Aber auch er oder sie benötigt noch ganz viel Zeit. Also entweder kommt er jetzt im Winter auf den Trichter, oder spätestens in August. Vielleicht hat er sich übernommen und ihm auch, er hat sich einfach zu viel aufgebürdet. Na klar, sie hat er, die hat, dich hat er, die Kinder sind, die Arbeit ist, also es wird ihm echt schon alles ein bisschen zu viel. Ja, er möchte entrümpeln, das passt perfekt, also er möchte wirklich aussortieren, er möchte sich trennen vom Alten. Er möchte auch nicht länger festhalten. Ja, er löst sich einfach von Beziehungen und Situationen und Lebensumständen. Und genau das sehe ich auch mit diesen Karten. Also er möchte sich definitiv lösen, aber er wird noch Zeit benötigen. Und ich glaube, was mein Gefühl ist, er bleibt länger danach. Wenn er schafft, sich zu trennen, dann bleibt er sicher längere Zeit alleine. Ne? Ja, das sehe ich. Also er zieht sich da echt immer stark, stark zurück. Aber das ist genau das, was er braucht oder was jetzt gut ist für ihn, dass er sich zurückzieht, damit ihm mal klar ist, was er da ja auch macht. Ja, aber dass es auch nicht so richtig ist, mehrere am heißen Eisen zu halten. Ja, am meisten verbrennt er sich ja die Finger. Ne? Und das weiß er. So, und jetzt kommen wir zu Stapel 4. Was hast du da? Was verheimlicht er dir? Was möchte er dir gerne mitteilen, sagen? Was ist das, was er ja, sich zurückhält? Und was er dir am liebsten sagen möchte, aber sich auch vielleicht noch nicht traut, dir zu sagen. Ja, er ist, denkt nach, dass du eine sehr gütige Frau bist, ein gütiger Mann, also sehr gütig, sehr wohlwollend, sehr liebevoll. Er fühlt sich oder sie fühlt sich sehr glücklich in deiner Nähe. Ja, also er hat das Gefühl, mit dir alles teilen zu können. Der Wagen, also dass er gleich, also dieses Yin und Yang, also er findet dich auch extrem attraktiv und hübsch. Also sehr weise, sehr klug. Er scheint mir noch manches Mal ein bisschen zu schüchtern zu sein, ne? Weil du bist so diese Prinzessin, du leuchtest. Na, egal wo du hinkommst, du bist so wie ein Magnet für diese Menschen und leuchtest und strahlst sozusagen. Und hier geht es darum, dass er sich eben sehr schüchtern verhält dir gegenüber. Und er sagt dir auch nicht alles. Ne? Und du kommst in ihn gar nicht so hinein. Er zeigt sich oder repräsentiert sich auch nicht. Also er ist ein Geheimnis oder sie ist ein Geheimnis für dich. Ne? Absolut. Also du kommst irgendwie, lässt er sich nicht hinter seinen Fassaden blicken. Er fühlt sich sehr glücklich mit dir, also er kann bei dir lachen, er kann sich so zeigen bei dir oder sie kann sich so zeigen bei dir. Also sehr ein gütiges Wesen, ein sehr liebevolles Wesen. Ich habe auch das Gefühl, dass du hier ein Stück weit das Glück in ihm findest. Ne? Also hier ist wirklich dieses Glück, was er jetzt dir auch sagen möchte, mitteilen möchte, und diese 10 des Wassers könnte sein, Skorpion, Krebs oder Fische.
Die Wagen, also Wagen nehme ich hier wahr. Also wirklich, du kannst dich richtig glücklich schätzen. Also ja, alles das, was er mit dir erschafft oder mit dir macht, das wird Glück sozusagen. Ja, er weiß, dass du so eine Art Seelengefährtin bist, ne? Dass ihr füreinander bestimmt seid. Also das ist das, was ich hier reinbekomme. Dann die Liebe. Also hier weiß er definitiv, dass es Liebe ist. Also er weiß, du bist die Frau. Er möchte auch eine Verbindung mit dir eingehen. Also er möchte in diesem Jahr jetzt mehr von dir. Er möchte mehr erfahren. Mensch, ist das schön. Wow, da kommt das Därchen. Also ihr seid wirklich füreinander bestimmt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also hier sind seine Gedanken keine Geheimnisse. Er spricht es nur nicht noch aus, er traut sich das auch noch nicht aussprechen, aber das ist absolut gut so, weil er lässt sich noch Zeit, aber er denkt schon an eine wunderschöne Beziehung mit dir nach. Also er denkt wirklich nach, dass diese Beziehung mehr Potenzial. Ja, das sind viele Karten, mein Gott, das sind ja fast alle rausgekommen, ein Stern, so viele. Ja, er denkt darüber nach, dich einfach zu heiraten, also dass er mit dir wirklich eine Verbindung eingehen möchte. Es kann auch sein, dass er sich nachdenkt, dass er jetzt dich heiraten möchte. Also dass du wirklich diese Frau bist, die er jetzt liebt. Es kann aber auch sein bei manchen, dass er noch verheiratet ist, aber das zum Beenden bringt. Also dass er jetzt wirklich sagt, so jetzt habe ich mich entschieden, ich weiß jetzt, du bist die Richtige. Also du, der zuschaut, ist die Richtige und liebt dich auch abgöttisch. Ja, und die Sterne jetzt im Winter kann sein, dass er dir mehr und mehr dich traut zu offenbaren. Also dass er dir immer mehr erzählen traut und auch sagen traut. Dann hast du hier den Reiter, die Störche und die Sonne. Ich habe das Gefühl, bis zum Sommer möchte er dir da seine Familie vorstellen. Es kann auch sein, dass er möchte, dass du zu ihm ziehst. Es kann auch sein, dass er oder sie reitet oder Pferde hat. Ich nehme ja auch so ein bisschen so einen Gutshof wahr, so ein bisschen, ne? Also, wo er wirklich viele Pferde hat oder Pferde ein großes Thema ist. Ja, dann haben wir wieder Skorpion, der fällt echt ständig. Und du beginnst ganz neu. Er weiß, er möchte mit dir komplett neu beginnen. Er möchte eine Verbindung eingehen. Er weiß, du bist die Liebe. Und der Skorpion, also hier werden noch Dinge in die Heilung gebracht. Oder er oder sie ist Skorpion oder er oder sie hat Skorpion in der Chart oder ist Aszendent Skorpion. Es kann natürlich auch sein, dass du Skorpion bist. Das kann natürlich dann auch sein. Ne? Ja, diese Lebensfreude, also er hat ein wunderschönes Haus und da ist ganz viel Lebensfreude drinnen, Mut ist drinnen. Also hier möchte er oder sie wirklich da auch in die Gänge kommen mit dir und darum glaube ich auch, dass er, dass sie umziehen möchte, dass er, dass sie möchte, dass du jetzt zu ihm ziehst. Das ist das, was ich spüre, dass er möchte, dass ihr gemeinsam in einem Haushalt wohnt. Also das ist ihm sehr wichtig und anscheinend habt ihr euch das auch so ausgesucht. Es kommt definitiv zu mehr Bewegung hinein. Also ihr habt euch jetzt vor kurzem kennengelernt und jetzt kommt immer mehr Schwung hinein, immer mehr Gespräche, immer mehr Vertiefung. Hier geht es darum, dass du wirklich das Gefühl hast, eben in diese Liebe auch immer mehr hineintauchen zu können. Ja, da kommt schon die Liebe. Also ihr taucht wirklich voll in die Liebe ein. Er traut sich auch immer mehr, sein Herz zu öffnen und dir immer mehr mitzuteilen. Also wirst erkennen, bis zum Sommer hat er dir sehr, sehr viel offenbart, also sehr, sehr viel gesagt, mehr geredet, von sich aus mehr geredet, er hat sich mehr geöffnet, denn er ist mir so ein bisschen so, ihn kannst du schwer durchschauen, also er ist schwer durchschaubar, ne?
Und du bist so ein gütiges Wesen und das weiß er, dass du absolut ein gütiges, liebevolles Wesen bist und dass er möchte definitiv mehr von dir. Also er bekommt nicht genug von dir. Also das ist ein wunderschöner Stapel. Ich wünsche euch vom ganzen, ganzen Herzen alles Liebe. Und ich hoffe, dir hat die Legung gefallen. Wenn ja, würde ich mich vom ganzen Herzen freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt. Und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, bist du ein Teil natürlich unserer liebevollen und herzlichen Community. Und ich freue mich, wenn unsere Mannschaft hier immer mehr wachsen tut. Jetzt sind wir eh schon auf 5400 irgendetwas. Ich freue mich, wenn das noch mehr wächst und dass noch mehr Menschen meinen YouTube-Kanal erreichen. Teilt ihn, gebt ihn weiter und ich würde mich von ganzem Herzen freuen und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Baba, tschüss!